bin drauf. Wir sind voll drauf. Moin, 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 moin. Donnerstag, 20. Juni. Das geht schon hier los mit der Anreise. Also Stau ist jetzt noch nicht. Und deshalb gebe ich jetzt Gas. Wir haben das jetzt irgendwie, glaube ich, bei 9 rum oder sowas. Boah, eben die ganzen Sachen zusammengepackt für den Automaten Westerfesede. Der soll natürlich dann voll, dass ihr da auch einkaufen könnt. Diejenigen, die eingekauft und bekommen werden haben, solltet, keine Ahnung. Das Video kommt ja online, dann ist das Hurricane schon vorbei. Aber Automat muss voll. Hier ist alles, da ist alles. Kisten sind voll, Grillfleisch, alles da. Chips kommen mit hin. Ja, guck mal an. Polizeiautos gibt es im Moment hier noch mehr als Anreisende, gefühlt. Aber das ändert sich in Kürze. Also das geht jetzt richtig ab hier. Vorhin war schon einmal kurz Stau, aber das lag an irgendeinem Wohnmobilisten, der irgendwie, ich weiß nicht, ob der eine Panne hatte oder was. Der wollte hier einen Schleichweg nehmen. Fühlte sich wahrscheinlich schlau, dass er weiß, wo man hier abkürzen kann. Aber das weiß die Polizei natürlich auch. Also, das bringt nichts. Fahrt einfach die Strecken, die ausgeschildert sind, und dann kommt ihr an. So. Hier ist jetzt Gott sei Dank alles frei. Das ist diese Strecke, hatte ich ja schon mal erwähnt. Die Leute, die aus Richtung Bremen anreisen, die werden hier lang geleitet. Da vorne fahren auch schon welche, aber wie gesagt, das ist super entspannt gerade noch. Da freue ich mich jetzt auch, dass ich den Automaten noch fertig bekomme, ohne da irgendwie jetzt groß im Stau zu stehen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es in Westerfese da aussieht. Aber das sehen wir gleich. Also bis gleich. So, alles drin. Eben war hier Stau. Die ganze Straße stand voll. Jetzt schnell weg hier. Kommt mal so Schwalbe hier angeschissen. Jetzt würde ich vielleicht auf die Straße raufkommen. Jetzt kommen auch schon wieder welche. Da hinten stehen die Herren von der Polizei. Damen und Herren. So, jetzt vielleicht. Geil. Da habe ich Glück gehabt, ey. Das ist dann ernsthaft, die ganze Straße stand eben hier. Ich habe schon gedacht, ich komme hier jetzt gar nicht so schnell weg. Aber da war wohl wieder irgendwas an der Abfahrt oder so. Boah. Aber jetzt läuft's. Mann, jetzt bin ich wirklich froh, dass das alles noch geklappt hat. Ich habe das Fleisch gestern Abend erst vom Schlachter abholen können. Nachdem das Heu drin war. Und da habe ich immer noch drauf gewartet, damit wir das mit reinkriegen hier in den Automaten. Ne? Weil jetzt, wie gesagt, hier, das wird jetzt langsam wirklich mehr beim Anreiseverkehr. Und das wäre ganz schön scheiße gewesen, hier in Stau zu stehen, nur um den Automaten zu füllen. Da hätte ich jetzt irgendwie wenig Lust drauf gehabt. Hier steht die Polizei. Einweisung. Aber das ist echt noch sehr entspannt. Ha, dann schaffen wir ja Botel auch noch. Das Dumme ist, dass ich gleich noch einmal zur Heidesand muss. Ja, mal gucken, wie das Richtung Schäse geht. Vorteil, dass ich dann noch einmal hin muss, ist, dann kann ich mir gleich meinen Dingsbums da meine Akkreditierung fertig machen. Die Zettel muss ich nur noch eben zu Hause rausholen. Dann habe ich das zumindest schon mal fertig. Ja, glaub, so mache ich das. Also, bis gleich. So, habe ich alles gekriegt. Und ich habe auch gleich ein Check-in gemacht, da war nichts los. Hier Videopass habe ich, Carpass habe ich. Carpass ist aber für den Pampers-Bomber, nicht für diesen Autowagen.
Und jetzt sehe ich zu, dass ich wieder nach Hause komme. Hoffentlich ohne Stau. Aber eben sah das hier vorne gut aus. Hier so ein Benzle. Ich hoffe, das überlebt meine Arbeit. Weil ich bin ja mehr am Arbeiten, als dass ich beim Hurricane Festival bin. Aber naja, das ist jetzt nur so ein Papierding. Ich hoffe, dass das hält. Aber ich habe jetzt zur Not hier noch das Ding hier. Schauen wir mal. Jetzt schnell nach Hause, Sachen packen. Und dann geht es noch nach Bote, Automaten füllen und zu Hause Automaten füllen. Ja. Freitag, 21. Juni, während jetzt gerade wohl viele beim Hurricane mit dem Hangover aufwachen, sind wir hier Beregnung aufstellen. Da hinten steht die Beregnung und hier ist die Leitung, das Stück von hier. Ja, ziemlich scheiße. Wir bekommen jetzt an diesem Schlag hier vom Nachbarn Wasser. Also das ist nicht scheiße, das ist geil. Vielen Dank, Cord. Das Scheiße ist, dass unser Aggregat Schrott ist. Hatte ich ja in einem anderen Vlog mal erzählt, dass der Motor einen weg hat. Den haben wir aufarbeiten lassen, läuft doch alles wieder. Und jetzt hat der Generator einen weg. Aber ich bin dran. Sind wir drauf? Sind wir voll drauf? 3, 2, 1, 2, 3. Montag, 24. Juni. Und guck mal, hier werden die Feuerwehrautos wieder umgeräumt. Es ist große Abreisewelle. Wir haben das jetzt 20 nach 10, Montagmorgen. Heute Morgen habe ich eben die Kinder mit zum Kindergarten gebracht nach dem Stall. Bei unserem Lüder, Neugeborener, jetzt komme ich gleich zu, Jasper, musste ja auch mitfahren. Und ja, das geht nicht alleine jetzt. Das muss einfach so sein. So, und danach hatte ich dann noch meine Physio. Und jetzt habe ich schnell die Sachen zusammengesucht und bin auf dem Weg nach Westerfese. Ich hoffe, dass ich da an den Automaten rankomme. Wir haben zu Hause gar kein Grillfleisch mehr. In Botel ist noch ein bisschen und in Westerfese ist noch sehr viel. Deshalb würde ich jetzt ein bisschen was wieder zurücknehmen von Westerfese nach Wulstorf, bis wir dann neues Grillfleisch wieder da haben. Ja, wie man sieht, hier Abreisewelle ist voll in Gang. Das könnte ein bisschen eng werden. Aber ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, das war ein Wochenende. Ich sag euch, das war ein Wochenende. Wahnsinn. Ich hatte ja nun mein Presseticket vom Hurricane und ich dreh das nochmal um. Da nochmal ganz vielen Dank an FKP Scorpio und an den Jonas, der mir das da ermöglicht hat. Hat echt Spaß gemacht, ich war aber leider nicht ganz viel da. Da würde ich jetzt mal eben ganz kurz zu kommen. Also ich war am Donnerstag da,
habe ein bisschen gefilmt. Freitag, ich hatte das aber vorher auch gesagt, dass ich nicht durchgehend da sein kann und auch gar nicht weiß, wie genau ich überhaupt da sein kann, da zu der Zeit des Hurricanes hier irgendwann rechnerisch unser Nachwuchs zur Welt kommt. Ne? Und da sagte er aber, das ist völlig okay. Wenn das denn so ist, ist das so, ist ja auch schön. Ja, so, und dann war es so, dass ich dann Freitag nicht hin konnte. Samstag, das haben ja die, die bei Instagram mitgucken, bei uns auf dem Profil, haben das ja auch mitbekommen, dass Freitag dann, dass ich Samstag dann da war und da hatte ich ein paar Fotos gemacht und da habe ich dann auch gefilmt, was ganz schön war. Ich weiß jetzt nicht, was, wie viel ich daraus zusammenschneide. Also ich habe das ohne Sabbeln halt gemacht. Vielleicht ist es in diesem Vlog, in diesem Video ja auch schon zu sehen gewesen, dann wisst ihr es ja schon. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Aber ohne Gesabbel, ne? Einfach, ich wollte einfach mal ein paar Eindrücke einfangen und ich hatte mir da noch viele Gedanken gemacht, was ich denn am Sonntag noch alles filmen wollte, damit das auch rund wird und so wird, wie ich mir das vorstelle. Und das ging ja nun leider nicht mehr, weil ich bin Samstagabend um kurz nach 8 nach Hause gekommen. Hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie 2 Alster getrunken, also alles entspannte Situation. Und Ina sagt, ja, ist auch noch alles völlig ruhig, ist noch nichts los, keine Venen und so. Und ganz sinnig, ne? Ja, dann haben wir uns was zu essen gemacht und hier noch ein bisschen rumgeguckt und da noch ein bisschen draußen gesessen und so. Es war ganz schön. Mit dem Kumpel noch geschnackt. Und irgendwann gegen 11 rum meinte Ina dann, ja, könnte sein, dass wir heute noch los müssen. Sie wüsste es auch nicht so genau, aber es könnte wohl sein. Sehr gut. Ich gehe jetzt noch mal eben schnell mich frisch duschen und dann können wir ja gucken, ob wir noch vielleicht noch 1-2 Stunden schlafen können. Und dann werden wir sehen, wenn wir los müssen. Ja, nee, dann war es aber so, nach dem Duschen sagt Ina, ja, vielleicht setzen wir uns lieber noch einen Augenblick aufs Sofa und fahren dann los. Und dann war es hin und her überlegt, dann wurden die Wehen doch noch doller und dann sage ich, komm, ab ins Auto, lass uns losfahren, das hat doch keinen Zweck. Jo, dann sind wir in dieses Auto, in unseren Pampers Bomber reingekrabbelt, Koffer mit rein, ein paar Klamotten, man weiß ja nie, wie lange das dann dauert und so, und losgefahren und ich sage Ina, irgendwas stimmt hier nicht, das Licht geht nicht. Das war ja stockfinster, das war ja duster, ne? Ich sage, das Licht geht nicht. Ich sage, das kann doch nicht angehen, wie kannst du die Schalter hin und her gedreht? Nix, gar nichts. Dieses Tagfahrlicht, das leuchtete und Fernlicht ging. Aber ich kann ja nun nicht mit Fernlicht fahren. Da kam ja auf der Straße, kamen uns ja dann auch immer welche entgegen. Und man will ja nicht blenden. So, dann waren wir aber noch gerade Ortsausgang Wohlsdorf, aber noch in Wohlsdorf selber. Ja, der ist jetzt falsch abgebogen. Ihr müsst eigentlich, müsst ihr alle hier abbiegen. Kannst du blinken? Nee, er will weiter. Oh, das ist aber nicht ganz korrekt. So, und dann war es dann halt so, dass das Licht nicht ging und ich bin dann rechts rangefahren, weil von vorne einer kam. Und dann kam von hinten auch einer. Ich sage noch aus Spaß, guck mal, wir klemmen uns dahinter, da haben wir eine Orientierung. Aber das geht natürlich gar nicht, ne? So, dann bin ich dann los, habe gesagt, pass auf, wir fahren zurück nach Hause. Das war die letzte Straße vor Ortsausgang, da sind wir rechts rein. Mit Fernlicht, da kam mir dann keiner entgegen, weil wer soll da nachts um 12 war das denn, dann noch fahren, ne? Hauptstraße war noch durch Hurricane einiges an Verkehr, aber sonst halt nicht. So, und dann bin ich dann los, einmal zurück und ich sag, komm, nehmen wir das Auto von meinen Eltern. Ach nee, das muss doch nicht sein, dass wir die jetzt wecken und ach, und lass das doch. Ja, und dann sind wir mit dem Autowagen gefahren. Dann sind wir mit dem Autowagen gefahren. So, ich kümmere mich jetzt eben noch um den Automaten hier und dann erzähle ich weiter. Da ist er nämlich schon. Geht's weiter mit der Story. So, jetzt komme ich hier nicht wieder auf die Straße rauf. Ach, Jungs, ihr könnt doch mal einmal kurz warten, oder? Geht doch. So, Geschichte geht gleich weiter. Witzigerweise, ich stehe hier am Automaten, hatte gerade alles fertig, auf nachgefüllt und so, kommt UPS-Bote. Und ach moin, Herr Trommelmann, ich habe hier ein Paket für Sie. So, hier ist unser Automat, hier wohne ich aber. Ich meine, nehme ich ja gerne mit. Er muss bei uns hier extra ranbremsen und sowas und ich habe das Paket. Und ich
ich habe so den leisen Verdacht, dass da unsere Caps drin sind. Die sollten ja eigentlich schon vorher kommen, aber das war Hurricane-mäßig, war hier versandmäßig alles natürlich schwierig. Also das ist dann so. Aber wenn die das sind, wovon ich im Moment ausgehe, dann können die ja heute noch in den Automaten rein. Geil. Ja, und gratulierte zum Nachwuchs. Sehr cool. Habe mich sehr gefreut. Also, vielen Dank. So. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück und ich wollte die Story noch erzählen, zu Ende erzählen. Also, dann sind wir halt mit dem Autowagen dann losgefahren. Ne, da war ich, glaube ich, stehen geblieben. Und dann in Rotenburg, ich bin dann nicht beim Krankenhaus ins Parkhaus reingefahren, weil der ist ja so ungelenk und das Parkhaus ist so eng. Das wollte ich mir dann nicht antun. Und dann sind wir beim Mutterhaus auf dem Parkplatz, das ist ein beschrankter Parkplatz. Und dann musst du halt an der Schranke Knüpp drücken, dann kriegst du dieses Parkticket. Was du dann später im Kassenautomat bezahlst und dann beim Ausfahren wieder benutzen kannst, damit die Schranke sich öffnet. Ne? Soweit ja auch alles so gut, alles toll, habe ich gemacht. Wollte dann halt das Fenster, also bin darauf drauf zugefahren, auf die Schranke, die Einfahrtsschranke, wollte das Fenster runterkurbeln und dann ging das Fenster irgendwie nur so gerade so eben halb auf. Was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Und da fiel es mir wieder ein, am Wochenende, wir hatten das Auto auf dem Hof stehen, da ist uns da jemand reingefahren. Ich sag jetzt nicht wer. Ist uns da jemand reingefahren, hat an der Seite lang geschrabbelt, ich zeig das nochmal. An der Seite lang geschrabbelt, Tankdeckel halb abgerissen, der hängt auf halb acht, geht nicht mehr richtig zu. Die Seite eingedrückt. Was ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht gemerkt hatte, ist, dass die Tür auch einen mitgekriegt hat, sodass das Fenster gar nicht mehr ganz runtergeht. So, nun ist das ja eine alte Schlurre und alte Scheißkarre und so, und das hat sowieso schon Beulen und hat auch Rost und so, aber trotzdem nervt das. Das nervt. Ich meine, das kann auch mal passieren, aber ich finde, dann kann man zumindest eben Bescheid sagen. Und komm, irgendwie regeln wir das so, keine Ahnung. Aber das war jetzt echt scheiße. Das hat mich richtig angekotzt. Naja, aber wie gesagt, dass das Fenster nicht runterging, wusste ich ja nicht. Also, dann bin ich noch halb durchs Fenster geklettert, um an dieses bescheuerte Parkdings daran zu kommen. Das hat dann irgendwann geklappt, dann haben wir geparkt. Und ja, sind dann ins Krankenhaus, ab in Kreißsaal. Und irgendwann, dann Sonntagmorgen, 5.34 Uhr war es soweit. Und unser Jasper war da. Ja, das war echt ein Abenteuer. Also so war ja nun nicht das erste Mal für uns, dass wir in Kreißsaal waren. Und aber so eine Anreise haben wir noch nicht gehabt. Das war echt. Na gut, ist wie es ist. Es hat ja alles geklappt und irgendwas ist ja auch immer. Aber doch, war schön. So, und dann hatte ich ja gestern irgendwann gegen Mittag oder so war es, glaube ich, hatte ich ja dann nochmal gepostet, dass es sein könnte, dass die Automaten irgendwann leer sind und nicht nachgefüllt und so, weil das ging dann halt nicht und hat um Verständnis gebeten und habe auch noch gesagt, dass wir jetzt die nächsten höchstwahrscheinlich zwei Wochen, vielleicht auch nur eine, aber vielleicht wahrscheinlich zwei Wochen keinen Joghurt mehr machen werden, weil wir das einfach nicht schaffen und wir wollen jetzt auch ein bisschen, ich bin ja jetzt schon wieder so viel unterwegs. Heu wollen wir jetzt auch noch machen in Rundballen. Vater hatte das gemäht am Wochenende und das ist jetzt nicht so viel Arbeit, da einmal am Tag oder zweimal am Tag mit dem Bänder hin, aber ansonsten musste noch mal ein bisschen Ruhe einkehren. Das muss irgendwie klappen. Schauen wir mal. Ja, also nächste Woche werden wir auf jeden Fall den Joghurt sein lassen und die Woche drauf schauen wir mal, wie es dann alles so läuft, ob wir uns dann schon eingekauft haben. Vielleicht schaffen wir das dann und ansonsten spätestens dann nach zwei Wochen wieder. Also auch da bitten wir um Verständnis. Beim Eis müssen wir halt gucken, da werden wir ja nun nicht drum rumkommen, zwischendurch noch einmal Eis zu machen, weil die Vorräte relativ aufgebraucht sind, aber dann nicht alle Sorten. Da schauen wir dann, wie wir es schaffen. Also Schoko, Vanille, Stracciatella, die auf jeden Fall. Noch haben wir auch, ne? Also so ist es nicht, dass es jetzt ganz leer ist, aber wir müssen halt schauen, wie wir dazu kommen. Weil das muss ich dann ja mehr oder weniger alleine machen, die da so ja heben und so, also da schauen wir mal, wie das alles so klappt. Gut, so, ich fahre jetzt aber wie gesagt wieder nach Hause. Deshalb habe ich es jetzt auch ein bisschen eilig. Ich habe ja noch Grillfläche in der Kühlkiste jetzt aus Westerfesel rausgenommen, was jetzt in Wohlzug noch reinkommt, damit wir da erstmal wieder ein bisschen was haben. Ich habe aber in Westerfesel auch was drin gelassen, also ich habe da nun natürlich nicht alles weggenommen. Und dann gucke ich mal jetzt ist das allerdings schon 20 vor 11. Ich muss mal sehen, wie das klappt. Vielleicht packe ich die Sachen im Kühllager schon mal zusammen für Bote und fahre dann nach dem Mittag hin. Weil die Kinder müssen ja auch irgendwann, die beiden anderen müssen ja noch mal irgendwann aus dem Kindergarten zurück zum Mittag und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, verkehrsmäßig, ja, ich fahre hier jetzt gerade 70, das ist völlig okay, also kein Stau oder so.
sehr entspannte Abreise, als wir zurückgekommen sind von Schesel heute Morgen, als ich bei der Krankengymnastik gewesen bin, hat die Polizei an der B75 den Verkehr ein bisschen geregelt, sodass alle auch fahren konnten zur Abfahrt von der B75 runter Richtung Battelsdorf. Und das war auch völlig okay. Also sehr entspannt die ganze Situation, die ganze Verkehrssituation. Also da kann man wirklich nur dankbar sein, weil in den ersten Jahren war das super Chaos. Da bist du Donnerstag und Freitag und Montag bist du mit dem Auto im Grunde nirgends hingekommen. Das war alles, waren die Straßen komplett verstopft. Und heutzutage läuft das echt richtig gut. Also dickes Lob an die ganze Planung, was Verkehr angeht, allgemein die ganze Infrastruktur, das war echt super. Und nochmal Entschuldigung, dass ich da jetzt nicht das Hurricane-Video so machen konnte, wie ich mir das gedacht habe. Aber das ist irgendwie Murphy's Law. Alles, was dieses 20K-Special, das ist irgendwie ja alles ziemlich schief. Außer das erste, da war ich fand das ganz okay geworden, als ich im Pop-Up-Store war. Hat auch super Spaß gemacht, hat auch Spaß gemacht, das zu schneiden. Aber dann die Auslosung, die war ziemlich schief gelaufen und jetzt das Video. Es hat nicht sollen sein dieses Jahr. Es hat halt nicht sollen sein. Also, liebes Team vom FKP Scorpio, ich mache das. Jonas hatte ja gefragt, ob das nächstes Jahr, ob ich das nochmal machen möchte. Sehr gerne, wenn ihr den wollt. Also, bis später. So, nicht immer noch, sondern schon wieder im Autowagen unterwegs. Beziehungsweise im Pampers Bomber, nicht Autowagen. Wir haben das jetzt 13.42 Uhr und genau 29,5 Grad Celsius. Plus. Unglaublich. Das wird diese Woche ja extreme Hitzewelle. Alle Wetterberichte sprechen das gleiche oder singen das gleiche Lied. Und es wird gewarnt. Und das kann ich nur unterschreiben. Vergesst nicht viel zu trinken. Wasser. Ja? Also ihr könnt auch gerne Bier trinken, aber nicht viel. Nicht so viel, wie ihr jetzt Flüssigkeit braucht. Ihr braucht Flüssigkeit. Denkt daran und macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Und stellt euch in den Tiefkühlraum. Ich musste ja, ging nicht anders, Eis durchsortiert, aber puh, dieses ins kalte minus 19, dann rein in plus 30, das ist weder gut für Kreislauf, noch gut für das allgemeine Wohlbefinden, denn jetzt habe ich mir einen aufgesagt. Aber gut, es ist wie es ist. Also ich bin jetzt auf dem Weg nach Botel, will da die Automaten noch fertig machen. Westerfiesel, der hatten wir ja gerade heute Vormittag schon, Botel jetzt Eisautomat und die Warenautomaten auffüllen. Soweit, was ich habe. Grillfleisch ist noch etwas da. Haben wir jetzt überall etwas drin und ich telefoniere morgen früh wieder mit unserem Schlachter und bestelle dann dementsprechend noch ein bisschen was nach. Und so, dass wir dann immer was zu grillen auch für euch da haben. Ich denke, das soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Ich werde das wohl, wenn ich das schaffe, ist der Gedanke, dass wieder mal, dass ich das heute Abend schneide. Und dann morgen früh online stelle, also hochlade. Nach dem Schneiden geht es direkt in Upload, aber das geht dann irgendwann, das dauert ewig, bis das hochgeladen ist. Und dann gehe ich dann morgen früh bei, mach den Thumbnail fertig, lade das dann über, stelle das dann frei online. Jo, sodass ihr es dann morgen früh gucken könnt. Und dann geht es normal weiter hier mit Vlogs. Wir werden dann nochmal ins Heu fahren und so weiter. Das Mähen und das erste Wenden, das habe ich jetzt natürlich nicht mit im Video, weil es halt nicht ging. Ne? Also gestern waren wir nur noch anderweitig beschäftigt und heute bin ich halt den ganzen Tag im Grunde mit dem Eis unterwegs oder mit den Warenautomaten unterwegs. Also ich bin, nachdem ich Brudel jetzt fertig habe, muss ich nochmal wieder Eis zusammenpacken und werde dann nochmal nach Sottrum fahren, weil Jürgen Holste angerufen hat, dass er noch was braucht. Das mache ich dann gleich im Anschluss und dann habe ich eigentlich so den Plan, dass ich mir noch mal ein bisschen Zeit nehme für die Kinder. Ich hoffe, dass das auch so klappt. Wäre schön. Also, vielen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also ich habe das jetzt als ganz normalen Vlog hier gemacht mit dem, ich sag mal, mit der B-Roll Hurricane, weil ich halt nicht das Material so hatte, wie ich mir das vorgestellt habe für das Special, Hurricane Special. Es ist jetzt so, ne, dass wir hatten wir haben eine sehr schöne Entschuldigung und das ist unser Sohn Jasper, dass ich da nicht mehr filmen konnte. Nächstes Jahr kriegen wir kein Kind und dann sieht es wieder anders aus. Dann kann ich auch mehr filmen. Da. Also,
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auch denjenigen, die sich vielleicht auf Hurricane-Aufnahmen auf Meer gefreut hatten, denen sei gesagt, tut mir leid. Ich hoffe, euch hat es trotzdem auch Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen engen Daumen da, gerne auch einen Kommentar, da freue ich mich auch immer drüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Wir singen!